Hallo, Herr Peter Schlink vom Jugendamt Kreis Minden-Lübbecke, Regionalleiter der Regionalgruppe Lübbecke. Herr Schlink, Sie bearbeiten einen mir sehr gut bekannten Fall, den Fall der jüngsten Tochter der Gabi B. In dem Zusammenhang muss man zunächst mal wissen, dass Gabi B. diese Tochter entrissen wurde, als sie kaum älter als 4 Jahre alt war, dass zu dem Zeitpunkt aber von allen Seiten, so beispielsweise einer Gutachterin namens Tolebach, aber auch eines Kinderarztes Dr. Adam und einiger Fachärzte, ganz klipp und klar erklärt wurde, dass sie ein lebensfrohes Kind sei, dass sie ein Kind sei, das gute Entwicklungsfortschritte mache und dass sie ein Kind sei, das psychisch gesund sei. Ein Jahr später hat eine andere Gutachterin dann noch festgestellt, dass das Kind in innigster Liebe mit der Mutter verbunden sei, getragen von gegenseitigem Verständnis und hat eine Mutter-Kind-Beziehung aus der Interaktion herausgelesen, die eigentlich gar nicht hätte besser sein können. Nun muss man wissen, dass der Mutter das Kind weggenommen wurde, lediglich aufgrund eines eindeutig absichtlich falsch erstellten Gutachtens der Gutachterin Dr. Melanie Tolebach. Sie hat wirklich nachweislich aus Schwarz-Weiß und aus Weiß-Schwarz gemacht. Dass der Vater ein vielbeschäftigter Unternehmer war und sich nach Angaben von mehreren Familienangehörigen niemals um das kleine Kind gekümmert hatte. Dass er nach seinen eigenen Worten nicht wusste, wie er mit dem kleinen Kind umgehen sollte, was ein Beleg dafür war, dass er sich bis dahin gar nicht damit befasst hatte, geht sogar aus dem Gutachten hervor. Dass der Vater als aufsteigender Unternehmer im Grunde genommen Sklave seines Unternehmens war. Ein Workaholic, der überhaupt gar keine Zeit hatte, sich um seine Kinder zu kümmern, abgesehen davon, dass er sich für diese Tochter nachweislich nie interessiert hatte vorher, sich erst interessierte, als die Gefahr aus seiner Sicht bestand, dass er Unterhaltszahlung zahlen musste. Diese Dinge sind alle gelaufen, auch mit spätere Unterstützung des Jugendamtes. Und ein Schlag für das Kind war es schon, dass es im Alter von 4 Jahren und 1 Monat fast 3 Monate von der Mutter getrennt wurde, ohne zu wissen, ob es die Mutter jemals wiedersehen würde. Dahinter steckte die Gutachterin Dr. Tolebach. Dahinter steckte der Richter vor allem auch. Der Amtsgerichtsdirektor Thomas Beimann vom Amtsgericht Lübbecke. Es machten aber auch mit die Verfahrensbeiständin Alke Wiemer und das Jugendamt. Das Jugendamt hat sich seitdem niemals, trotz erheblicher Warnhinweise, die auch von der Schule gekommen waren des Kindes, dass mit der Situation des Kindes etwas nicht in Ordnung sein konnte, hat das Jugendamt sich niemals darum gekümmert, unter welchen Verhältnissen das Kind überhaupt lebte. Mittlerweile ist das Ganze rund 9 Jahre her, 9,5 Jahre muss man sagen, und das Kind ist ein schwerer psychiatrischer Fall. Man kann es an der Situation des Kindes ablesen, dass es sozial isoliert gehalten wurde, dass es psychisch vernachlässigt wurde. Es wurde aber nicht nur psychisch vernachlässigt, sondern auch medizinisch vernachlässigt. Hat seit Jahren eine schwere Neurodermitis, gegen die der Vater nicht wirklich angeht. Zu dieser Situation sagen Sie, Peter Schlink, dass man die Vergangenheit gar nicht betrachten solle. Die solle man ruhen lassen. Das heißt, all das, was der Vater an schwerwiegenden Sünden gegen sein eigenes Kind begangen hat,
soll man nach ihrer fachkräftlichen Ansicht vorbeisehen. Das ist im Prinzip so, als wenn man daran vorbeisehen würde, dass ein Mörder gemordet hat, dass ein Vergewaltiger vergewaltigt hat und so weiter und so fort. Wenn man also nach Ihrem Vorschlag vorgehen würde auf breiter Front, dann hätten wir zumindest keine Gefängnisse mehr. Weil, wenn man die Vergangenheit immer auf sich beruhen lässt, gibt es ja auch keinen Grund, jemanden einzusperren. Peter Schlink, Sie ergeben sich in höchsten Lobesreden über den Vater, über einen Vater, der sein Kind psychisch hingerichtet hat, der seinem Kind die Zukunft gestohlen hat. Denn es ist sehr schwer bis gar nicht vorstellbar, dass dieses Kind das nochmal verarbeiten können wird, was der Vater ihm angetan hat. Und auf der Linie bleiben Sie jetzt sogar. Sie haben mittlerweile, das ist schon erstaunlich, allerdings auch gesagt, das Jugendamt habe nicht immer alles richtig gemacht. Nein, Peter Schlink, so ist das nicht ganz richtig. Das Jugendamt hat alles falsch gemacht, was es falsch machen konnte. Und zwar vor Tatsachenhintergründen, die bei einem vernünftigen Menschen keinen Zweifel daran lassen können, dass diese Leute, namentlich Charlene Bruns, Viola Vogel und auch Peter Schlink jetzt, vorher übrigens auch Thomas Rogalske, wussten, was sie da tun. Ebenfalls die ASD-Vorgesetzte Daniela Pieper und der Jugendamtsboss Andreas Schädler. Man hat wirklich den Eindruck, dass das nicht das Jugendamt sei, nicht ein Jugendamt, das sich in irgendeiner Form sinnvoll um Kindeswohl kümmert. Man hat den Eindruck, dass das Ding ein Ausgeburt der Hölle ist. Wo Leute, und das habe ich der Viola Vogel teilweise angesehen bei verschiedenen Begegnungen, wo Leute ein diabolisches Vergnügen dabei empfinden, wenn sie Mütter und Kinder kaputt machen können. Im Übrigen stellt sich mir auch die Frage, Peter Schlink, der Vater des Kindes, der sein Kind hingerichtet hat, hatte, bevor der Sorgerechtsprozess richtig losging, einer damals schon erwachsenen Schwester des kleinen Kindes ein Auto als Belohnung dafür angeboten, wenn sie negative Sachen über die Mutter äußern würde, die ihm im Sorgeverfahren helfen würden. Das heißt, der Mann hat sicherlich keinerlei Skrupel zu korrumpieren, um seine Ziele durchzusetzen. Und wenn ich mir überlege, wie viel Geld der Mann dadurch gespart hat, dass er dieses kleine Kind isoliert gehalten hat, bestmöglich gegen die Mutter aufgehetzt hat, weitgehend von der Mutter abgeschirmt hat, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass vielleicht der eine oder die andere, vielleicht Charlene Bruns, vielleicht Viola Vogel, vielleicht Thomas Rogalske, vielleicht Daniela Pieper, vielleicht auch Sie, Peter Schlink, unter der Hand bestochen worden sind. Man sollte sich wirklich einmal damit auseinandersetzen, was Jugendamtsmitarbeiter sich so alles leisten können und inwiefern das durch ihre offiziellen Bezüge erklärt werden kann. Peter Schlink, ich bin dran. Ich höre nicht auf, bevor ich aufgeklärt habe.